Immer noch vor Ort in Lübtheen, dem Epizentrum des temperaturgeführten Transportes, ist uns eine weitere, leider auch sehr sperrige Abkürzung aufgefallen. Sie lautet HACCP. HACCP steht für Hazard Analysis and Critical Control Points, also zu gut Deutsch Gefahrenanalyse und deren kritische Kontrollpunkte. Und wer hat's erfunden? Diesmal nicht die Schweizer, diesmal waren es die Amerikaner, und zwar die NASA höchst selbst. Denn gerade die NASA muss absolut sicher sein, dass deren Astronautennahrung keine Keime enthält, die im Orbit zu Verdauungsschwierigkeiten führen können. Und daher gilt es, speziell bei der Produktion von Lebensmitteln höchste Sicherheitsmaßstäbe anzusetzen, und zwar vom Feld bis in die Verpackung. Und davon profitieren alle Verbraucher, nicht nur die Kosmonauten. HACCP ist ein Eigenkontrollsystem, das den gesamten Herstellungsprozess analysiert und die kritischen Stellen lokalisiert, an denen das Lebensmittel Schaden nehmen könnte, um genau dann an diesen Stellen Gegenmaßnahmen einzuleiten, in der Regel im Kontext Hygiene und Einhaltung der Kühlkette. Und hier kommt der Krone Kuhliner ins Spiel. So wünscht sich das Lebensmittel beim Transport auf der Straße neben einer korrekten Temperatur auch hygienisch einwandfreie Verhältnisse. Und Krone trägt dem Rechnung, indem alle Einbauteile so verbaut werden, dass sie leicht und zuverlässig gereinigt werden können. So sind zum Beispiel die mit der Seitenwand bündigen Doppelstock- und Ladungssicherungsschienen so konstruiert, dass sie vom Reinigungs- und/oder Desinfektionsmittel sauber benetzt werden können, aber auch nach der Einwirkzeit der Chemikalie das Reinigungswasser wieder sauber abfließen kann. Zur leichteren Nassreinigung der Luftführungskanäle ist das Prallblech vor der Kältemaschine schnell und leicht abschraubbar, ist aber optional auch abklappbar erhältlich. Aber Achtung, Hygiene hin oder her. Jedes noch so sorgsam transportierte Lebensmittel kann Spuren von Kalorien enthalten.